Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tide Football zu einem neuen Video und heute mal mit keinem typischen Stadionvlog, denn wie ihr schon anhand der Umgebung sehen könnt, nein, ich bin aktuell nicht im Sauerland, ich mache mich nicht auf dem Weg Richtung Gelsenkirchen, denn dort ist ja heute Mittag unser wichtiges Heimspiel gegen Hertha BSC. Ich bin nämlich aktuell auf Mallorca, besser gesagt in Cala Mayor, und deswegen hatte ich ja auch euch gestern auf Instagram und YouTube gefragt, ob ich vielleicht daraus mal einen kleinen Vlog basteln soll mit einer Live-Reaktion von mir auf unser Spiel. Heißt, ich zeige euch heute mal so ein bisschen unser Hotel, den Strand hier, das Meer und auch natürlich ein bisschen die Umgebung und die Stadt. Und wir diskutieren umso mehr über Schalke, über die aktuellen Themen. Und dann gibt es eben von mir eine Live-Reaktion aus einer deutschen Fankneipe heraus, was sicherlich ganz cool werden könnte mit deutschen Eigentümern, deutschem Bier und sicherlich auch einer deutschen Currywurst. Und dann natürlich auch meiner Meinung zum Spiel, denn das darf eben aktuell auch nicht fehlen. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit einem etwas anderen Stadion-Vlog, mit einem Mallorca-Vlog, und deswegen gehen wir jetzt mal rein in dieses Video. Eure Meinung dazu könnt ihr direkt mal gerne unten reinschreiben. Mal gucken, wie es so bei euch ankommt. Wir haben gerade 8:30 morgens. Da hinten finde ich auf Mallorca immer wieder beeindruckend die Landschaft hier. Es gibt auch noch deutlich höhere Berge, finde ich persönlich immer ganz cool. Hier ist dann unser Pool- und Barbereich, den ich euch natürlich gleich auch nochmal von unten zeigen werde. Dieses rote Haus fällt natürlich auf, das ist irgendwie ein Musikzentrum, was weiß ich. Und dann haben wir ganz da hinten auch schon das Meer. Ich weiß nicht, ob es die Kamera auffangen kann. Ah, sieht ein bisschen zu hell aus, aber ganz da hinten ist auf jeden Fall das Wasser. Und auch da gehen wir natürlich nachher nochmal hin. Also schickes Hotel auf jeden Fall, was ich euch jetzt auch nochmal etwas näher zeigen werde. Gehen wir also mal rein vom Balkon ins Zimmer. Hier direkt schöner Schalkeball am Start. Henning-Trikot natürlich auch mit. Und somit ist das unser Zimmer. Hier nehme ich immer meine Schalke-Inside-Videos auf, täglich. Trotz Urlaub, muss sein, denn wir wissen ja alle, auf Schalke ist viel los. Dann haben wir hier Bett mit Fernseher. Ich persönlich nehme immer in Urlaub einen TV-Stick mit, falls man mal Langeweile hat und Fernsehen gucken will, ist das immer gut im Ausland. Und dann haben wir eben hier ordentlich Schränke, da ist die Tür. Und dann ist hier noch das Badezimmer mit großer Dusche, Toilette, dreckigen Handtüchern, die werden hoffentlich gleich abgeholt. Und dann hier noch den Waschtisch. So ist das hier. Schickes Zimmer auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile seit Montag hier, bleiben noch bis Dienstag. Und hier kann man es auf jeden Fall die Tage aushalten. Das ist übrigens unsere Zimmernummer 3304. Das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Und hier ist dann noch der Flur vom Hotel mit Aufzügen. Ich finde, das sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Aus dem Gebäude sind wir gerade gekommen. Da ist auch unser Zimmer drin. Und genau da oben hat das Hotel auch nochmal Zimmer. Also Riesenschuppen. Wir lagen die Tage auch in so Betten drin. Das ist echt geil. Vor allen Dingen auch wie für Leute wie mich, die keine Sonne mögen. Und dann ist hier natürlich auch noch der schöne große Pool zum Abkühlen. Schon schick hier, erst recht mit den ganzen Palmen. Immer unangenehm an fremden Orten zu filmen. Ich will natürlich jetzt auch hier keine Urlauber mitnehmen. Und deswegen gehen wir jetzt mal ganz entspannt frühstücken. Säfte und so immer gut. Und hier ist genug Auswahl. Hier haben wir schön spanischen Käse und Wurst. Und Tomate geht auch immer. Sieht ein bisschen spartanisch aus, aber den süßen Nachtisch gibt es dann nachher. Schön Brötchen mit Speck, immer geil. Dann haben wir hier Wasser, Saft und Sekt, der wurde hingestellt. Ich freue mich gleich schon aufs frische Felddienst und jetzt hier ein Sekt. Was Süßes zum Nachtisch mit richtig geilen Crepes, die sind richtig gut hier, und noch ein paar kleine Brötchen. Also die Auswahl hier, die ist schon top. So sieht das doch sehr gut aus. Raus aus dem Hotel und jetzt geht es erstmal auf Richtung Strand. Landschaftlich ist Mallorca einfach eine wunderschöne Insel. Klar spricht man viel über Ballermann, über Bier trinken und so weiter und so fort, aber allein schon der Berg da hinten, landschaftlich mega. Und ganz da hinten sieht man jetzt auch schon das Meer, ist von unserem Hotel nicht weit weg.
Auf den Weg zum Meer kann man da schon mal das erste sportliche Thema anreißen von diesem Vlog. Natürlich blicken wir gleich auch nochmal auf das Spiel, aber wir haben ja, wie man hört, wohl auch einen neuen Trainer gefunden mit Karel Geraerts oder wie auch immer man den Mann aus Belgien ausspricht. Sehr interessanter Trainer, finde ich auf jeden Fall. Risiko wäre bei jedem Kandidaten dabei gewesen. Und so könnte das auf jeden Fall hoffentlich funktionieren mit unserem neuen starken Mann an der Seitenlinie. Wird, denke ich mal, in den nächsten ein, zwei Tagen dann noch vorgestellt. Sieht ja schon sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, interessante Wahl, Mut zum Risiko. Und das finde ich wirklich mal ganz gut. Meer immer wieder beeindruckend, diese Weite zu sehen. Und auch da hinten wieder schöne Berge von Mallorca. Schön hier. Wir sind ja hier auf Mallorca in Calamillon, einer kleinen Stadt im Nordosten der Insel, kann man sicherlich sagen. Und hier ist es echt schön. Also auch die Fußgängerzone, die man hier so hat mit vielen kleinen Lädchen und sowas und Bars, die lädt ein zum Bleiben. So sieht es dann nämlich hier auch aus. Geil, auch hier auf dem Dach vom Shopping Center kann man erstmal schön Fußball zocken. Richtig geil. Kommen wir damit auch nochmal zum zweiten Thema, was aktuell auf Schalke viel diskutiert wird. Und das ist ja die Rückkehr von Oliver Runert. Es soll sich ja wohl aktuell eine Opposition bilden, die gerne einen neuen Aufsichtsrat möchte. Ist mal wieder ein sehr komplexes Thema, erinnert stark an die Geschichte mit Ralf Rangnick vor 2 Jahren. Deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, Oliver Runert wäre ein Riesengewinn für uns, vielleicht auch verbunden mit der Rückkehr von Horst Held. Aktuell aber schon sehr, sehr weit weg. Und damit kommen wir so langsam auch zum sportlichen Thema heute. Heimspiel gegen Hertha BSC. Nach der Pleite letzte Woche gegen Paderborn bin ich echt gespannt, was das heute werden wird. Und da ist die Kneipe, wo ich hin wollte. Ich sehe schon von hier ein Schalke-Logo. Es gibt Felddienst und Currywurst. Perfekt für so einen Sonntagmittag. Heute bin ich ja auch seit über 1,5 Jahren mal nicht bei einem Schalke-Heimspiel. Das letzte war gegen Holstein Kiel. Da durften auch nur ein paar hundert Zuschauer kommen. Dort hatte ich keine Tickets bekommen. Danach hatte ich ja in unserer Aufstiegssaison großes Glück, denn dort wurde ja ausgelost, da hatte ich immer Tickets gekriegt und eben seit der Bundesliga-Saison eine Dauerkarte auf Schalke. Die hat heute Schmitte, Grüße gehen raus. Und deswegen gehe ich jetzt mal hier in eine schöne deutsche Kneipe mit deutschem Bier, deutscher Currywurst und hoffentlich auch guten deutschen Fußball aus Schalke und nicht von Hertha BSC. Und da sind wir. Heute steht ja erstmal Zweitliga-Konferenz. Ich hoffe, das wird nachher noch korrigiert, denn die anderen beiden Spiele ist auch nicht so mega attraktiv, aber grundsätzlich sieht das hier schon sehr schön und urig aus. Und hier ist erstmal schön auch Sachen von Schalke hier oben. Sehr geil. Da haben wir doch ein schönes Felddienst. Hatten wir vor ein paar Tagen schon am Ballermann im Bambaleo. Und jetzt eben auch hier in der Kneipe. Das schmeckt. Eine Stunde vor Anpfiff, live von Mallorca, der Blick nach Gelsenkirchen auf unsere Startelf gegen Hertha. Und die hat es auf jeden Fall in sich mit einer dicken Überraschung. Denn Justin Hegeren beginnt im Tor, ist seit einem guten Jahr bei uns, bislang nur zweite Mannschaft gespielt und kriegt jetzt mal seine Chance. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Erst recht durch die lange Verletzung von Müller. Fährmann hat auch immer wieder irgendwas. Finde ich es richtig, Hegeren mal eine Chance zu geben. Und deswegen ist das sicherlich schon mal die dickste Überraschung bei uns in der Startelf. Ansonsten Matriciani für Brunner, der ist gar nicht im Kader, fehlt sicherlich damit verletzungsbedingt. Baumgartl ist wieder zurück und Joel Raogo und Kabadahi sind beide erstmal auf der Bank. Nochmal kurz zur ersten Elf. Auf jeden Fall spannend natürlich auch, wie es Kreuzer taktisch macht. Denn heute ist er noch unser Interimstrainer zum letzten Mal. Dann wird er ein neuer Coach übernehmen. Wahrscheinlich Karel Geraerts oder wie man ihn auch immer aussprechen mag. Und er setzt ja vermutlich auf eine Dreierkette. Also vielleicht werden wir das heute auch schon sehen. Erste Elf lässt jetzt nicht zwingend das vermuten. Aber könnte ja schon sein, dass Kreuzer das schon mal in die Richtung steuern wird. Fände ich auf jeden Fall auch deutlich passend dafür unseren Kader. Was ich echt spannend finde, Hegeren im Tor, fühle ich aber auch. Mal eben kurz den Platz gewechselt zu einem etwas höheren Tisch. Ich glaube, da kann ich mich auch dann besser filmen hier in der Ecke mit direkt 2 Fernsehern. Das passt auf jeden Fall. Die Kneipe hier ist ordentlich mit Schalke und auch Bayern geschmückt. Vor allem Bayern ist hier sehr, sehr viel vertreten. Das hat auf jeden Fall schon was, finde ich. Echt cool und gemütlich. Wie es sich gehört für ein Schalke-Spiel. Currywurst.
Zwar keine mit Jalapenos aus der Arena, aber dafür eine frisch vom Grill. Die Wurst ist top. Die Bratwurst könnte auch direkt aus dem Stadion kommen, denn auch hier ist wie auf Schalke schön Kümmel drin. Geil, feier ich. Mannschaften laufen gerade ein. Ich denke mal, ich filme mich mal so ein bisschen mit, wenn vor allen Dingen auch Tore fallen sollten. Mein Tipp, kurz vor Anpfiff, schwierig. 2-2 hatte ich getippt, bleiben wir erstmal bei. Oh. 30 Sekunden rum, erste halbwegs gute Gelegenheit. Dann direkt mal Zug nach vorne, so muss es. Schön, Tempelmann. Oh. Zweite gute Chance. Hier auf dem Handy läuft jetzt Schalke und dort die Konferenz, denn es gibt tatsächlich auch noch andere Fußballfans auf Mallorca, außer Schalke, Dortmund, Bayern und Co. Und deswegen läuft die Konferenz. Aber egal, Tore kriegen wir ja mit. 10 Minuten rum und Hertha wird auf jeden Fall stärker und dominanter, was den Ballbesitz angeht. Und genau dort haben wir ja durchaus unsere Probleme zu verteidigen. Schauen wir mal. Reze darf erstmal schön komplett frei flanken, aber Hekeren macht einen guten, sicheren Eindruck hier. Ist immer zur Stelle, auch bei hohen Bällen. Guter Junge. Hekeren, Mann, Mann, Mann. Gerade dicke Chance für Hertha, Aufbauspielfehler, Mann, Mann, Mann. Aber Hekeren zur Stelle, auch nach vorne ist das sehr, sehr wenig. Hertha führt. 40. Prevaljak. Und es geht schon wieder los. Nicht mal die 0 zur Pause halten können. Rese, Eckschalke mit dem Einwurf. Und da war unbedingt Flanken. Boah, ist das billig. Oh, was ein Gurkentor. Oh. 5 Minuten vor der Pause. Aber von dem, was ich gesehen habe, auch nicht unverdient. Das ist zu schlecht verteidigt, zu einfach für Hertha. Die Berliner führen. Also es ist Pause und man hört es bis nach Mallorca. Pfiffe von den Tribünen. Also ich hoffe, es war wirklich so. Hier kommt es auf jeden Fall so rüber. Ich habe jetzt parallel Sky Go laufen gehabt. Also die Konferenz ist echt komisch gefühlt. Wird Schalke da bislang am wenigsten gezeigt. Bei den Parallelspielen, naja. Es ist Pause und von dem, was ich so gesehen habe, bin ich nicht zwingend negativ überrascht, weil ich auch nicht so viel erwartet habe, muss ich ehrlicherweise gestehen. Weil irgendwie braucht die Mannschaft einen komplett neuen Impuls, der hoffentlich dann mit einem neuen Trainer kommt. So ist es irgendwann deutlich zu wenig gegen Hertha BSC, die es solide machen, würde ich bald beschreiben. Und bei uns nach vorne habe ich sehr, sehr wenig gesehen. Und am Ende fliegst du jetzt zurück durch ein Gegentor, wo du komplett gepennt hast und wo du eben auch dann einfach nur schlecht verteidigt hast. Schwierig. Pfiffe von den Rängen kann ich dann auf jeden Fall verstehen. Man weiß ja selber, wie es ist im Stadion, wenn da einfach viel zu wenig kommt. Und was mir einfach grundsätzlich fehlt bei Schalke, ist mal diese Power, diese Gier, in jeden Zweikampf zu gehen, mit Vollgas nach vorne zu kommen. Das fehlt auch heute komplett und dann ist es einfach in so einem Zweitligaspiel deutlich zu wenig. Zweite Halbzeit beginnt. Mannschaft hält gerade noch mal im Kreis eine Ansprache. Ja, bis auf Hekeren, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also beim Gegentor kann man vielleicht diskutieren. War das auch von jedem Einzelnen mal wieder viel, viel, viel zu wenig. Also es ist wirklich schon der Wahnsinn. Und jetzt Halbzeit Nummer 2. Attacke. Eine Minute gespielt, er ist eine dicke Chance für Hertha. Tabakovic fast. 0-2. Zweimal Rese. Langer Ball von Dardai, Baumgartel steht 10 Meter zu tief. Boah. Und dann Rese. Oh, der Matriciani tunnelt. Oh, und dann noch durch die Hosenträger von Hekeren. Was ist das denn? Keine Leistung zeigen. Direkt in der zweiten Halbzeit, Schapp im Gegentor. Super, diese Mannschaft hat es wirklich drauf. Unglaublich. Da
Und wechselt bei uns Lassme und Kabadayi für Orian und Drexler. Also auf jeden Fall ein Ticken offensiver. Mökin, wahrscheinlich jetzt linker Verteidiger. Kabadayi gegen Paderborn Tor gemacht. Ja, Lassme, Lassem, wie auch immer. Schwierig in so einem Spiel, glaube ich. Halbe Stunde noch zu gehen. Ja, es muss mehr kommen. Boah, schöner Ball auf Lassem. Leg ihn doch rüber. Kabadayi war komplett frei. Da musst du den Anschlusstreffer erzielen. Da hätte es 3-0 für Hertha sein müssen. Das kann wirklich nicht wahr sein. Terodde an die Latte. Auch das noch. 79. Ein langer Ball von Kabadayi, halbwegs verlängert, und dann nagelt den Terodde an die Latte. Auch das ist halt dann typisch. Tor auf Schalke. Ach komm, Sky, schalt um. Anschlusstreffer. 10 Minuten vor Abpfiff. Also, Umschaltaktion. Über Karaman im Mittelfeld. Und dann kommt Yusuf Kabadayi und der tritt wie schon gegen Paderborn. Platzer war es auf Schalke. Karaman. Gelb-Rot. Er ist Hertha an den Pfosten und ist Karaman mit Gelb-Rot. Ja, egal. Ist jetzt eh wurscht, alles nach vorne und Attacke. Uedraogo kommt. 5 Minuten noch. 6 Minuten Nachspielzeit. Irgendwie noch mal eine Chance und irgendwie noch ein Tor. Oh, Uedraogo. Da war die Chance. Und Jörg Ernst, starker Keeper bei der Hertha hält. Eckball. Der Opa macht das schon, ne? Oh, Kabadayi. Und da ist der Abpfiff. So, Feierabend hier auf Schalke. Die nächste Pleite. Feierabend für mich auf Mallorca und auch auf Schalke. Es setzt die nächste Pleite mit dem 1:2 gegen Hertha. Am Ende hat man wieder ordentlich dagegen gehalten, ordentlich gekämpft. Also wirklich am Ende des Spiels. Und man hat mal wieder 2 Gegentore gebraucht, um da zu sein. Und das ist jede Woche die gleiche Scheiße, es ist jede Woche gleich schlecht und deswegen wirst du jede Woche aktuell auf die Fresse kriegen. Jetzt ist Pause, es wird wohl möglich, morgen, übermorgen, der neue Trainer präsentiert, wenn er denn dann möchte. Ich denke mal, ein solches Spiel war nicht zwingend Eigenwerbung für einen neuen Trainer, aber es soll ja den Kandidaten geben mit dem Mann aus Belgien. Ich bin gespannt, wie es auf Schalke weitergeht, denn ich glaube, wir Schalke-Fans bleiben auch alle bei einer Meinung. Es liegt nicht nur am Trainer, es braucht deutlich mehr Veränderungen im Vorstand, im Aufsichtsrat und Co. Das wird aber sicherlich erstmal nicht passieren und deswegen ist die große Frage, wie geht es weiter in 2 Wochen gegen den KSC? Ich werde dort vor Ort sein im Wildparkstadion. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und richtig gesagt und heute gegen Hertha. Es war nichts und deswegen setzt es die verdiente Pleite. Eure Meinung zum Spiel und doch mal zu diesem Vlog, es war ja mal was ganz anderes, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, auch wieder mit dem typischen Stadion-Vlog. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.